Puh, zum letzten Part der Gruppenphasen. Und zwar sind wir jetzt in Vorrunde 3 und es geht um Gruppe G und um Gruppe H. Folgendes Problem gibt es jetzt nur noch, dass ich das Video aufnehme, bevor das zweite Spiel von Portugal und Uruguay stattgefunden hat, also gegeneinander. Ja, das heißt, wir müssen von ein paar Sachen ausgehen, aber ist ja gar kein Problem. Wir schauen mal, was es ist. Tatsächlich kann Südkorea mit einem Sieg weiterkommen. Mit einem hohen Sieg wäre es eventuell noch möglich. Ja, es wäre noch möglich. Aber wir werden sehen. Favorit auf jeden Fall Portugal. Aber wir werden sehen, wie das hier abläuft. Und ein Tor, zwei Tore, aber in verschiedenen Seiten. 1-1. Okay. Tatsächlich ultra knapp dieser Ball hier, wie man den hier sieht. Der ist sehr, sehr, sehr knapp. Und auf der anderen Seite gab es nichts so Knappes. Also tatsächlich fast das 2-1 für Portugal. Aber es steht dennoch nur 1-1. So, der Ball. Ups, jetzt habe ich den Ball verpasst. Wir schauen uns den natürlich nochmal an. So. Hier wird der Ball getroffen. Und hier rollt er hinein. Ach, der andere Seite. Der andere Seite. Okay, wir müssen auf die andere Seite schauen. Dieser Ball ist es also. Dieser hier. Okay. Da habe ich den falschen angeschaut. Aber den schauen wir uns natürlich auch noch an. Der rollt hier über die Seite hinein. Ins Tor. Der Koreaner. Und nun schauen wir hier auf der Seite noch das Tor für die Koreaner an. Das wird dieser Ball sein, ne? Nein, der andere. Der ist tatsächlich ganz knapp hier vorbei. Hat auch einen leichten Trill drauf, wenn man hier so schaut. Eine leichte Kurve ist er gerollt. Und nun geht's zur zweiten Hälfte. Wenn Südkorea wirklich weiterkommen möchte, müssen sie ja wirklich noch einiges an Toren schießen. Sonst wird das hier nichts. Und nein, so wird das auch nichts. Es ist hier passiert, dass es noch zwei Tore. Ja, okay. Zwei Tore auf der Portugal-Seite und eins ins Tor von Portugal. Das heißt ein 3-2. Wir schauen uns die beiden portugiesischen Tore noch an. Zuerst und dann noch das südkoreanische. Also hier das Tor und das andere wurde hier auch noch leicht berührt. Hier ist auch noch reingerollt. War ziemlich glücklich, muss man sagen, für die Portugiesen. Und damit ist der Traum für Südkorea aber auch vorbei mit der WM. Dass es da weitergeht für sie. Gut, hier ist das Tor gewesen. Haben wir gesehen, ein 2-3 aus der südkoreanischen Sicht. Wieder Gruppe H. Und wow, wir schauen mal, wie es hier ausgeht bei Ghana gegen Uruguay. Wie gesagt, also Portugal gegen Uruguay ist noch nicht passiert, als ich dieses Video aufnehme. Deswegen muss ich ein bisschen überlegen, was ich zu sagen habe. Wir schauen also das Spiel an und dann schauen wir, wie die Chancen noch stehen. Und ein Tor für Uruguay ist gefallen. Damit steht es 1-0. Das einzige Tor hier in dieser Hälfte. Schauen wir uns natürlich auch noch an. Dieser Ball ist hier ziemlich straight reingerollt. Nein, er war der Vorlagengeber für den anderen Ball. 1-0 zur Halbzeit. Kommt Ghana zurück? Oder war es das mit Ghana für diese WM? Und Ghana kommt zurück mit zwei Dingern. Nein, mit einem Ding nur. Und das könnte tatsächlich das auch gewesen sein für Ghana. Wir rechnen es auch gleich noch aus, wie das hier weitergehen wird. Hier war der Ball von Ghana. Gut getroffen und am Tor vorbeigespielt. Und nun steht es 1-1. Das war's im Spiel. Das heißt, Uruguay hat jetzt 2 Punkte und Ghana hätte 4 Punkte. Uruguay spielt ja gerade gegen Portugal. Wenn Portugal gewinnt, dann ist Uruguay aus dem Stand draußen. Falls Uruguay gewinnen würde, hätten sie 4 Punkte vor dem Spiel und danach 5 Punkte. Ghana 4 Punkte. Das heißt, es kommt ganz darauf an, wer gewinnen würde, wer weiterkommt. Also sowohl so Ghana hätte es 4 Punkte, 3 Punkte.
Wir hatten ja vorgesehen, dass Portugal gewinnt, also in der MWO, ne? Dann hätten sie 6 Punkte. Das heißt, sie sind auf jeden Fall weiter. Wenn hier es unentschieden ist, dann ist tatsächlich ja, Ghana weiter. Es sei denn, das Spiel Portugal gegen Uruguay, welches ja in Real Life, wenn ich das Video, als ich das Video gerade aufgenommen habe, noch läuft. Wenn der Portugal gewinnt, ist Portugal weiter. Wenn Uruguay gewinnen sollte, dann hat Uruguay sogar eine Chance und Ghana ist nicht weiter. Das ist das Ganze. Und ja, ein bisschen knifflig alles, aber ich denke, ich hoffe, man hat es verstanden. Genau. Gut, kommen wir also noch zur Gruppe G. Und das ist eine ganz interessante, eine ganz interessante Ausgangssituation. Und zwar ist es so, dass nun, um das mit Kamerun weiterkommt, müssen sie gewinnen und die Schweiz muss gegen Serbien verlieren. Brasilien ist schon weiter. Das heißt, wenn Brasilien gewinnt, dann ist Kamerun auf jeden Fall raus. Schauen wir mal, ob Kamerun, unter anderem auch Choupo-Moting, ob sie da was reißen können oder ob das eher nicht der Fall sein wird. Und fast das 2:1. Aber es ist ein 1:1. Fast hier seht ihr das. Es ist unter meiner Cam, deswegen seht ihr es wahrscheinlich nicht. Ich zeig's euch aber ganz kurz mal. Schaut auf meine Kamera. Da, hier, dieser Ball hier. Der im oberen Tor. Also im linken Tor. Der ist wirklich, wirklich knapp. Fast wäre er also drinnen. Klasse Sache. Also der hier oben. Genau. Damit würde ich sagen, alles noch offen. Wir schauen uns die Tore natürlich noch an. Hier ein spannendes Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Hätte man vielleicht auch am Anfang nicht so unbedingt erwartet. Der Ball geht hier vorbei und der ist auch drinnen. Okay, ein 1:1 zur Halbzeit. Wie sieht es denn nun in der zweiten Hälfte aus? Kann Kamerun alles klar machen oder behält Brasilien hier die Nerven? Und es sieht aus wie ein weiteres Unentschieden. Und das bedeutet das Aus für Kamerun. Kamerun mit 2 Punkten dann leider ausgeschieden. Und Brasilien hätte dann 7 Punkte. Wir schauen uns das Tor hier an, der Brasilianer. Und auch das Tor für Kamerun. Damit ein 2:2. Ein Spiel komplett auf Augenhöhe, würde ich sagen. Und damit willkommen zum letzten Spiel dieser Gruppenphase. Es ist Gruppe G, 3. Spieltag. Und damit geht es nun um Folgendes. Wenn die Schweiz unentschieden spielt oder gewinnt, sind sie weiter, neben Brasilien. Wenn die Schweiz verliert, ist Serbien weiter, mit dem Brasilien. Also, es kommt hier wirklich drauf an, wer von beiden hier dieses Spiel gewinnt. Dieses Land kommt weiter. Und es sieht gut aus für Serbien oder nein, auch für Schweiz 1:1. Oder? Ja. Ich habe das erst eine Tor für die Schweiz ist gar nicht gesehen. Wie ging der denn rein? Ah, kam da von ganz hinten nochmal der Ball. Wir schauen uns nochmal den Ball an. Der kam hiermit. Aus der zweiten Reihe ist er noch reingegangen. Und dann schauen wir uns auch noch das Tor für Serbien an. Das war dieses hier. Okay, damit noch alles auf der Seite der Schweiz. Ein Unentschieden reicht ja der Schweiz hier, um weiterzukommen. Unter dem Vorwand eben, dass Brasilien gegen Kamerun auch gewinnt. Ne? So. Und das sieht aber nicht gut aus für die Schweiz. Nein, überhaupt nicht. Ein 2:1 für Serbien. Das bedeutet, die Schweiz wäre draußen, wenn Brasilien gegen Kamerun gewinnt. Okay. Das ist wirklich spannend. Wenn Kamerun jetzt gegen Brasilien gewinnen würde, dann kommt es ganz aufs Ding drauf an, ne? Auf Tordifferenz. Aber so wie es... Wenn Kamerun mit einem Tor gewonnen hätte, dann wäre Kamerun weiter und Serbien nicht. Je nachdem, ne? Aber wenn wir nach dem MWO gehen,
Dann wird Brasilien gewinnen und Serbien und damit Brasilien und Serbien auch weiter sein. Wir schauen uns trotzdem die Tore an. Hier kam ja keins, sondern nur auf der anderen Seite für Serbien kam eins. Welcher Ball war denn der Torschuss hier? Schauen wir uns das an. Einer von den beiden, glaube ich. Ja, der linke, ja, der untere war das. Der mittlere tatsächlich. Welcher hier getroffen wurde. Hier. Genau. Und dann hier reingegangen. Das andere wurde gehalten, aber das reichte nicht aus. Ein 2:1 für Serbien. Und damit sind wir auch mit der Gruppenphase durch. Ich würde sagen, schreibt gerne in die Kommentare, wie weit ihr denkt, dass Brasilien noch kommen wird in dieser WM. Das würde mich interessieren, weil Brasilien ist ja mit Frankreich auf jeden Fall die beiden Favoriten. Schreibt mal in die Kommentare, wie weit wird Brasilien und wie weit wird Frankreich kommen. Würde mich sehr interessieren. Wäre sehr cool, wenn die bald gegeneinander spielen würden. Das wäre ein richtiger Banger-Spiel, würde ich sagen. Es wäre jetzt nicht so bald so weit, weil er erst immer gegen Zweiter spielt und so weiter. Ihr kennt das. Aber dennoch freue ich mich drauf. Ich sage es uns anschauen und bis zum nächsten Part. Wenn es dann ums nächste Finale geht, also ums, wie heißt es denn? Achtelfinale ist es, ne? Ja, genau. Das war's schon. Ciao. Euer Sigafleek. Tschüss.